Chapeau Electronic Arts und Respawn Entertainment. Und nein, liebe Leute, keine Sorge, ich werde nun nicht Electronic Arts in den Himmel loben, aber wenn man mal was richtig oder gut gemacht hat, dann soll es dafür auch Lob geben. In diesem Video geht es, wie man vielleicht schon ahnen kann, um Apex Legends, das neueste Free-to-Play-Spiel von Respawn Entertainment, oder besser gesagt das erste Free-to-Play-Spiel von Respawn Entertainment. Apex Legends ist dabei ein Mix aus Overwatch und, naja, Fortnite, PUBG und Co. Oder anders gesagt, ein Hero-Shooter in einem Battle-Royale-Korsett. Wie gut oder wie schlecht das Spiel ist, dazu in einem anderen Video mehr. Ihr könnt aber gerne in den Kommentaren schon mal eure Meinung niederschreiben. Electronic Arts hat bei mir einen eher schweren Stand, weil die letzten Jahre eher doofe Entscheidungen getroffen wurden. Respawn Entertainment allerdings hat bei mir einen extrem guten Stand. Warum? Weil Titanfall 2 der beste Shooter, vor allem im Punkto Singleplayer, der letzten Jahre ist. Und zwar ohne Wenn und Aber. Egal, also wenn ihr Titanfall 2 nicht mögt, okay, gar kein Problem. Aber die Story und die Einzelspielerkampagne ist das Beste, was es in den letzten Jahren auf Konsole und PC in puncto Shootern gab. Punkt, Ende, aus. Dazu kommt noch, ich liebe das ganze Movement, den Multiplayer und die ganze Action in Titanfall. Das mochte ich schon bei Teil 1 und bei Teil 2 erst recht. Anders gesagt, Titanfall ist geil. Dementsprechend war ich auch etwas überrascht, als ich nicht ein Titanfall 3 oder ein Titanfall Free-to-Play-Spiel bekommen habe, sondern Apex Legends. Wobei man sollte schon, naja, klar und fair sein. Viele Mechaniken aus Titanfall, die findet man in Apex Legends wieder. Zum Beispiel zum Teil das Movement oder auch das Waffenfeeling. Das ist kein komplett neues Spiel, was von Grund auf neu gebaut wurde, aber man hat es schon im Großen und Ganzen neu designt. Wie dem auch sei, auch darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, denn es soll darum gehen, meine Güte, war die Veröffentlichungspolitik eine richtig gute Idee. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Apex Legends war nicht angekündigt. Niemand wusste, dass es kommt. Man wusste nur, Respawn Entertainment hat ein neues Projekt und wird es morgen ankündigen. Und dann haben sie es angekündigt und auch direkt gesagt, da ist das Spiel, spielt es. Respawn Entertainment und Electronic Arts haben es also erstmal geschafft, und das ist schon in der jüngsten Zeit zumindest ein Novum in der Branche gewesen, ein Projekt wirklich geheim zu halten. Und das finde ich geil, denn ich finde es schön, immer mal wieder überrascht zu werden, und zwar aus dem Nichts heraus. Dazu ist Apex Legends auch noch ein richtig gutes Spiel geworden. Ob es jetzt großartig ist und so weiter, das kann ich noch nicht bewerten, aber nach den ersten Spielrunden kann ich zumindest sagen, das Ding ist kein Reinfall und macht grundsätzlich am Anfang schon mal Spaß. Das heißt also, die haben ein Spiel einfach released, wovon niemand etwas wusste, was auch noch gut ist. Und das Ganze konnten sie auch noch geheim halten. Das ist etwas sehr, sehr Cooles. Und ganz ehrlich, für den Mut dieser Release-Politik möchte ich dann tatsächlich auch Lob aussprechen an Electronic Arts. Denn die haben da ein ganz, ganz großes Wörtchen mitgeredet. Die Release-Politik war ja eigentlich, naja, wir bringen das Spiel einfach raus, wenn es fertig ist. Wir wollen bei diesem ganzen Battle Royale-Gedöns mitmachen, aber wir wollen nicht irgendwie ein Spiel ankündigen, was dann ein bisschen Hype bekommt, dann braucht es 6 Monate, bis es dann wirklich veröffentlicht wird, sondern wir wollen es ankündigen und releasen und direkt den Hype auch mitnehmen in die aktive Spielergemeinde. Und das war eine unglaublich kluge Idee, die aber so, das muss man gleich vorweg sagen, nur bei Free-to-Play-Spielen funktionieren kann. Bei einem Retail-Spiel kann das nicht funktionieren. Denn ein Retail-Spiel kostet Geld, da ist die Hemmschwelle sehr groß. Man möchte also vorher eigentlich wissen, wofür man Geld ausgibt, zumindest zum Teil. Dementsprechend funktioniert diese Release-Politik nur bei Free-to-Play-Spielen, aber wow, funktionierte das unglaublich gut. Das hat allerdings auch nur so gut funktioniert, weil Respawn Entertainment und auch Electronic Arts Vertrauen am Produkt hatten. Und das ist etwas, was ich bei Electronic Arts in den letzten Jahren eher weniger gesehen habe. Natürlich haben sie ihre Produkte immer groß aufgebauscht, aber ich hatte selten das Gefühl, dass sie wirklich dem eigenen Produkt und der Stärke des Produkts bzw. des Entwicklers vertrauen. In diesem Fall hatte ich das Gefühl, die haben vertraut. Und zwar zu Recht. Und das hat sich auch ausgezahlt, denn, wie bereits erwähnt, das Spiel wurde angekündigt, direkt released und ist dementsprechend durch den großen Hype auch sofort auf Platz 1 in den Twitch-Charts und auf Origin geböllert. Das Ganze ist natürlich auch grundsätzlich sehr, sehr klug, denn alle berichten, alle, absolut alle berichten über den plötzlichen Release. Egal, ob es News-Seiten sind, ob es irgendwelche
generelle Webseiten sind, die Games nur hin und wieder mal anschneiden, oder ob es die wirkliche Hardcore-Gaming-Base auf YouTube, Reddit und Co. ist. Jeder hat über das Spiel berichtet und dementsprechend war das Interesse gigantisch groß. Und dadurch, dass im Apex Legends auch noch kostenlos ist, gab es ja keine Hemmschwelle, dieses Spiel nicht mal auszuprobieren. Man hat also Origins installiert oder gestartet, je nachdem, und dann das Spiel einfach sofort runtergeladen und losgespielt, weil alle reden plötzlich drüber, das Spiel ist kostenlos, das schaue ich mir mal besser an. So in etwa hat das Ganze dann auch funktioniert und natürlich dann auch Impulse bei den eigentlichen Spielern geweckt. Und diese ganze Strategie ist einfach hervorragend. Nun muss natürlich Apex Legends über die nächsten Wochen und Monate zeigen, ob das Spiel auch Substanz hat, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich liebe Respawn Entertainment noch immer und für mich sind das die besten Entwickler derzeit im Punkto Shooter. Und an Electronic Arts möchte ich nur mal sagen, hey, ihr habt was richtig gemacht. Das ist jetzt ein großes Plus auf euren Karma-Konto. Ich habe das Gefühl, dass ihr das allerdings auch wieder ziemlich rasch aufbrauchen werdet. Denn, naja, schauen wir mal.